Ja, das ist ein Replikat, muss ich sagen, oder ein Teilreplikat. Es ist angelehnt an das alte Kissling Motorsport Design aus den 88er Jahren, 1988. Da ist damals der Heinz-Friedrich Pall mitgefahren fürs Team Kissling in der DTM. Und wir haben so diverse Schätze an Opel Kadett-Teilen zu Hause. Und naja, was so dazugehört, da habe ich so ein bisschen was gesammelt, weil das mein Fable ist. Und dann haben wir letztes Jahr das Auto aufgebaut, so wie der Kadett damals war, und haben halt eben einige DTM-Teile in dem Auto platziert und wollen jetzt natürlich sehen, dass wir ein paar Veranstaltungen dieses Jahr im Rahmen der Golden Era und so weiter fahren können.